Ich habe schon einmal auf Nassim Taleb Bezug genommen. Das ist der Autor des Buchs über den schwarzen Schwan und der so überzeugend die Kausalitätsillusion nachweist. Er spricht da von der Theoretisierungskrankheit der Menschen. Aber er ist auch einer jener Vertreter, der viel zu wenig Abstand gegenüber seiner eigenen Theorie oder Methodik oder Beobachtung hat und deswegen dazu neigt, das zu generalisieren und verabsolutieren. Und wer einmal schon als schlechtes Beispiel gedient hat, der eignet sich dazu, diese Rolle gleich nochmal zu übernehmen. Denn ich möchte eine weitere Schilderung aus seinem Buch hier anführen. Es geht um ein Experiment, das Nassim Taleb in seinem Buch schildert. Dieses Experiment funktioniert so, dass man Versuchspersonen auffordert, sie sollen irgendeinen Wertebereich schätzen. Also Wertebereich heißt, man stellt eine Frage, zum Beispiel, was glaubst du, wie viel Liebhaber hatte Katharina die Große oder wie viele Mitglieder hat die Sozialdemokratische Partei in Deutschland? Und man soll den Wertebereich dann so wählen, dass man zu 98% sicher ist, dass die richtige Zahl da drin liegt. Und man ist frei, den Wertebereich so groß zu wählen, wie man will. Natürlich macht es keinen Sinn, dann zu sagen 1 bis 500 Milliarden. Dann kann man auch aufhören zu schätzen. Also es soll so ein bisschen einen realistischen Bezug haben. Aber man soll so werten, dass man sehr sicher ist, dass man den richtigen Bereich oder den richtigen Wert eingefangen hat in seinem Bereich. Das ist ein sehr berühmtes Experiment, was oftmals repliziert worden ist und was immer zu den gleichen Ergebnissen oder zu der gleichen Interpretation führte, nämlich dass viele Menschen falsch liegen. Und theoretisch, statistisch müsste man ja annehmen, wenn man den Leuten sagt, nimm einen Wertebereich, wo du zu 98% sicher bist, dass die Zahl drin liegt, dass dann 98% der Versuchspersonen richtig liegen und 2% draußen. Man findet aber immer sehr viel höhere Raten, dass die Leute irgendwas angeben, was wirklich weit daneben liegt. Und das Ergebnis dieses Experiments wird immer so interpretiert, dass man sagt, aha, die Leute glauben, sind sich zu 98% sicher, aber wir weisen denen statistisch nach, da liegen ganz viele Leute falsch und die schätzen sich vollkommen falsch ein, überschätzen ihr Wissen. Schätzen sich total unrealistisch ein, glauben zu 98%, das stimmt, aber es stimmt gar nicht. Und die zweite Schlussfolgerung ist die, dass man sagt, dass daran sieht man, dass Menschen schlecht Prognosen machen können. Weil wenn man so etwas fragt, ist das zwar etwas, was in der Vergangenheit liegt oder in der Gegenwart, also wenn man fragt, wie viel Liebhaber hatte Katharina die Große, dann ist es ja eine Zahl, die in der Vergangenheit liegt. Aber man sagt, das ist ja etwas Ähnliches, weil wenn man das nicht genau weiß, dann ist das genauso, wie wenn man in der Zukunft etwas nicht weiß. Man muss es halt irgendwie schätzen. Und da sieht man, Menschen sind zu 98% sicher, sie haben es richtig geschätzt, aber liegen zu einem viel höheren Prozentsatz falsch. Also immer zwei Schlussfolgerungen aus diesem Experiment. Menschen überschätzen ihr Wissen maßlos und Menschen können keine Prognosen machen. Diese beiden Konsequenzen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Taleb, der ja sowieso davon ausgeht, dass wir Kausalitäten überschätzen und dass es so gut wie nichts Kausales gibt und überall Zufall am Werk ist und. Und er macht dieses Experiment offensichtlich gerne mit seinen Zuhörern und schildert das auch in seinem Buch. Also fragt er sie, wie viele Bücher hatte Umberto Eco in seiner Bibliothek? Und bitte gebt eine Zahl an, von der ihr glaubt, dass sie zu 98% oder einen Wertebereich an, von dem ihr glaubt, dass er zu 98% die richtige Zahl enthält. Und die Leute schätzten, manche gaben an von 2.000 bis 4.000, andere von 300 bis 600.000 und am Ende war es anscheinend so, so schildert er das, dass niemand einen Wertebereich angab, in dem die Zahl und die richtige Zahl drin lag. Und natürlich interpretiert Taleb das auch so wie alle vor ihm. Aha, man sieht, Menschen überschätzen ihr Wissen und die zweite Konsequenz, die können auch keine Prognosen machen, weil man von der Analogie ausgeht, etwas, was man in der Vergangenheit schätzt, das ist ja das Gleiche, als wenn man für die Zukunft eine Annahme machen müsste. Soweit, so gut. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass
die Wissenschaft glaubt, eine objektive Methode zu haben. Also wir haben gesagt zu 98% und weisen jetzt nach, das sind aber wirklich nur 30%, die das richtig haben oder 40%. Da können wir mathematisch nachweisen, wie sehr sich Menschen überschätzen. Und wir haben das objektiv nachgewiesen. Aber im Grunde ist die Interpretation von Taleb und vielen anderen, die dieses Experiment gemacht haben, falsch. Das will ich kurz anhand der entsprechenden Passage aus meinem Buch darlegen. Die lese ich Ihnen, euch deswegen jetzt vor. Man kann aber nun einen fundamentalen Einwand gegen diese Experimente vorbringen. Die Versuche sind so aufgebaut, dass man das Ergebnis leicht und statistisch sauber auswerten kann. Die Teilnehmer erhalten eine präzise Zahl über die Wahrscheinlichkeit, wie zuverlässig sie ihre eigene Einschätzung bewerten sollen, 98%. Das, was sie schätzen sollen, sind wiederum Zahlen. Es lässt sich also sehr einfach auswerten, ob eine Versuchsperson einen Treffer hatte oder nicht. Wir haben bei den allgemeinen psychologischen Verzerrungen unseres Denkens gesehen, dass wir schlecht darin sind, intuitiv mit Zahlen und vor allem mit Statistiken umzugehen. Das ist auch nicht überraschend, denn Mathematik und der Umgang mit Zahlen sind in unserer evolutionären und über viele hunderttausend Jahre dauernden Entwicklung ein recht modernes und erst sehr spät hinzugekommenes Phänomen. Die Urzeitmenschen beschäftigten sich nicht mit der Schätzung der Anzahl von Büchern, mit Wertebereichen, Statistik oder prozentualen Sicherheiten oder Unsicherheiten von Aussagen. Auch wenn wir heute viel mit Computern und Rechenmaschinen umgehen, funktioniert der menschliche Verstand nicht wie ein mathematisches Programm. Man könnte also sagen, dass die Versuchsanordnung unfair ist, denn sie schafft künstliche Bedingungen. Die sind zwar optimal dafür geeignet, den Versuch später mit statistischen Methoden auszuwerten, sie sind aber weit von einer praktischen Realität entfernt. Außer in einer Quizshow, in der diese Frage gestellt würde, wird es je kaum eine praktische Bedeutung haben zu wissen, wie viele Bücher Umberto Eco in seiner Bibliothek hatte. Deswegen sind solche Experimente schlecht geeignet, um die Qualität menschlicher Vorhersagefähigkeiten abzubilden. Die meisten Teilnehmer gingen wohl davon aus, dass Umberto Eco sehr viele Bücher in seiner Bibliothek hatte. Vermutlich dürften sie ihre Einschätzung darauf gestützt haben, dass er überhaupt eine Bibliothek besaß und dass sie ihn als Schriftsteller und Gelehrten kannten. Unter diesem Blickwinkel wollten sie zum Ausdruck bringen, dass es sich um überdurchschnittlich viele Bücher handeln. Und damit hatten sie absolut recht. Für die einen bedeuten überdurchschnittlich viele Bücher 2.000 bis 4.000, für andere 300.000 bis 600.000. Wenn man nun die hohen Fehlerquoten interpretiert, dann muss das gar nicht für schlechte Vorhersagefähigkeiten oder die Überschätzung des eigenen Wissens sprechen. Es könnte sich schlicht darum handeln, dass die eigentlich zutreffende globale Einschätzung überdurchschnittlich viele Bücher nicht gut in eine abstrakte mathematische Sprache übersetzt werden kann. Denn dass Menschen das intuitiv nicht gut können, ist alles andere als eine Überraschung. Wiederum erkennt man hier ein Problem der empirisch-naturwissenschaftlichen und scheinbar objektiven Methode. Nicht selten sind die Ergebnisse der Versuchsanordnungen nichts anderes als das, was durch diese Versuchsanordnung von Anfang an angelegt war.